strahlende Aussichten für die CDU. Top-Umfragewerte und bei den Kommunalwahlen in Sachsen und Thüringen Platz 1. Doch Ukraine-Krieg und Inflation könnten daran mehr Anteil haben als das Wahlprogramm. Unter den Bedingungen der Krise wählen die Deutschen viel mittiger als sonst unter Zukunftsangst. Und beim Angstmanagement tendiert man eher auf das Etablierte, auf das Bekannte und nicht zu den Extremen. Seit der gewonnenen NRW-Wahl jubelt die Union, sieht sich zurück an der Spitze. Doch hat Friedrich Merz seit seiner Wahl zum Vorsitzenden wirklich das Ruder herumgerissen? Punktuell, situativ ja, langfristig keineswegs. Denn sie ist nach wie vor als CDU eine wahrgenommene Männerpartei und auch Kompetenzfelder sind noch nicht ausreichend abgedeckt. Die CDU auf Selbstfindungstrip. Der Generalsekretär will eine Frauenquote und der Vorsitzende hält sich da inzwischen zurück. Wohl auch, weil er weiß, wie viel Sprengstoff in dem Thema steckt. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo. Sie selbst wollen ja die Frauenquote. Was ist denn eigentlich mit Ihrem Chef, dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz? Was hören Sie von ihm? Wird er sich morgen dafür oder dagegen aussprechen? Friedrich Merz ist genauso wie ich dafür, dass wir eine neue Willkommenskultur, eine bessere Einladung auch gerade für Frauen in der CDU aussprechen. Nur jedes vierte Mitglied in der CDU ist eine Frau. Damit können wir nicht zufrieden sein. Wir wollen mehr Frauen auch in Mandaten haben. Und er hat immer gesagt, die Frauenquote ist die zweitbeste Lösung, aber uns hat noch keiner eine bessere genannt. Und die Struktur- und Satzungskommission hat einen Vorschlag unterbreitet, wie wir den Anteil bei Frauen in den Mandatsträgern, bei unseren Funktionären innerhalb der Partei, wie wir das erhöhen. Und diesen Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission werden wir im September auf dem Parteitag beraten. Gut, jetzt habe ich aber noch nicht ganz rausgehört. Vielleicht wissen Sie es auch von Friedrich Merz nicht oder Sie wollen es nicht sagen, wie er tatsächlich zu der Quote steht. Wird er oder erwarten Sie von Ihrem Parteichef nicht auch, dass er da ganz klar Stellung bezieht? Weil das, was der Parteichef sagt, wird ja ganz maßgeblich auch die Stimmung innerhalb der Partei beeinflussen. Und wenn Sie für die Quote sind, würden Sie sich doch vielleicht dasselbe von Friedrich Merz wünschen. Also Friedrich Merz hat gesagt, wir führen die Diskussion in der Partei und er hat auch einen klaren Kurs in der Frage. Er möchte nämlich auch eine bessere Einladungskultur für Frauen innerhalb der CDU aussprechen. Er hat immer gesagt, für ihn ist das nicht die beste aller Lösungen, aber er sieht bislang keine andere. Er ist auch dafür, dass wir die Vorschläge der Struktur- und Satzungskommission, die lange erarbeitet sind, dass wir diese Vorschläge auf dem Parteitag unterstützen und begleiten und dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, aber dabei eben auch zusammenbleiben. Es gibt eben auch Argumente, die dagegen sprechen, aber es ist eine große Einladungskultur, die wir aussprechen wollen und deswegen bin ich auch ein großer Befürworter, dass wir diesen Weg jetzt gehen. Gut, wenn es keine Alternative gibt, dann wird Friedrich Merz auch irgendwann dazu noch Farbe bekennen müssen. Und Sie haben selbst gesagt, nur jedes vierte Mitglied etwa ist weiblich. Wir wissen auch, die CDU stellt keine Ministerpräsidentin, kein CDU-Landesverband wird von einer Frau geführt. Woran liegt das eigentlich? Die Situation ist so, dass innerhalb der CDU in der Vergangenheit aufgrund auch der sehr gefestigten Strukturen Männer mehr Verantwortung übernommen haben. Dass es aber auch schwerfällt, von der kommunalen Ebene bis hin zur Landesebene Frauen für die politischen Ämter jedenfalls bei uns zu begeistern. Und das sind eine unterschiedliche Rahmenbedingungen. Die Frage, gibt es verbindliche Anfangs- und Endzeiten von Sitzungen? Können wir stärker auch auf die Hybridpflicht gehen von Meetings, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Familie und Pflege möglich ist. Und das sind mehrere Bestandteile, die wir in der Struktur- und Satzungskommission besprochen haben, um diese Einladungskultur auszusprechen, weil es gibt nicht den einen Lösungsweg, sondern sicherlich mehrere. Dann möchte ich mit Ihnen noch über das Thema Inflation sprechen. Die CDU hat sich beim Tankrabatt im Bundestag enthalten, zurückgehalten, genauso wie beim Mindestlohn. Warum ist die CDU-Fraktion da nicht klarer? Also beim Mindestlohn haben wir deutlich zum Ausdruck gebracht, wir sind für 12 Euro Mindestlohn. Das haben wir in Köln auf der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU beschlossen. Wir sind aber der Auffassung, dass dieser Mindestlohn in Zukunft auch wieder von den Tarifpartnern, von Gewerkschaften und Arbeitgebern verhandelt werden muss und kein politischer Mindestlohn wird. Deswegen haben wir im Deutschen Bundestag, wo es ja eine Mehrheit für den Mindestlohn gab, gesagt, unsere Position dazu ist sehr klar. Die 12 Euro sind der richtige Schritt derzeitig. Das System muss aber wieder politikfern gestaltet werden. Und bei der Frage der Inflation und beim Tankrabatt haben wir gesagt, es gibt viel einfachere Möglichkeiten. Runter mit der Energiesteuer, runter mit der Mehrwertsteuer macht jeweils 20 Cent Rabatt auf den Spritpreis, 40 Cent in Summe. Und dass die FDP ein solch
bürokratisches Monster schafft, was ersichtlich nicht wirkt, was wir auch vorher gesehen haben, dass das passiert. Das ist, hätten wir uns so nicht vorstellen können. Unser Weg war ein einfacher, nämlich einfache Steuersenkung. Und es hätte auch frühzeitiger entlastet, als das derzeitig der Fall ist. Dann können Sie vielleicht die CDU-Position noch in Sachen Kartellamt einmal klarziehen. Sollte das Kartellamt da jetzt intervenieren? Sie wissen, da gibt es auch eine große Diskussion und auch die Übergewinnsteuer. Also Robert Habeck hat im März gesagt, er ruft das Kartellamt an. Und er wird mit dem Kartellamt über diese Fragen sprechen. Er hat das bisher nicht getan. Wir erwarten, dass er die Dinge, die er dazu angekündigt hat, auch umsetzt. Robert Habeck hat unsere Unterstützung, dass er beim Kartellamt die notwendigen Schritte einleitet. Es ist ja ersichtlich, dass höchstwahrscheinlich Preisabsprachen hier auch Grundlage der derzeitigen Preispolitik sind. Und deswegen, er muss es einfach nur tun. Und bei der Übergewinnsteuer ist es richtig, dass man auch darauf achtet, dass jetzt nicht Gewinner dieses Krieges sich auf Kosten insbesondere derjenigen, die ein kleines Einkommen haben, bereichern. Aber die Übergewinnsteuer gab es schon mal eine Diskussion in Deutschland während der Pandemie. Und es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes, dass das nicht geht. Also das sind sehr populistische Forderungen, die wir da immer wieder hören. Wenn der Weg dafür möglich ist, muss die Regierung den Vorschlag unterbreiten. Die Wahrheit ist aber, sie haben sich für ein bürokratisches System entschieden. Und jetzt greifen die Instrumente dieses bürokratischen Systems nicht. Sie hätten auf unsere Vorschläge eingehen können. Dann wären wir heute ganz viele Schritte weiter. Sagt der CDU-Generalsekretär Mario Chaya bei uns im Interview. Vielen Dank dafür.